Meine lieben Freundinnen und Freunde, vor euch steht jemand, der im Ausland studiert hat, mit Leuten aus ganz Europa. Wir waren 16 Leute aus 16 unterschiedlichen europäischen Staaten, der in der internationalen Beziehung lebt. Ich bin der Letzte, der sagt, dass Nationalität wieder aufkeimen muss. Aber ich glaube, wir müssen uns der europäischen Debatte schon kritisch stellen, weil es geht um einiges. Und was mir eben fehlt in diesem Antrag ist, dass ihr zwar von Subsidiarität redet, was ich aber de facto jeden beobachte in der ganzen Euro-Geschichte ist, dass wir nicht den Menschen in Europa folgen, dass wir nicht unserer Vision in Europa folgen, sondern dass wir dem Taktstock und dem Tempo der Märkte folgen. Und das finde ich falsch. Das finde ich nicht richtig. Ich bin jetzt durch mehrere KVs hier bei uns Grünen gereist und wir haben immer uns über Europa unterhalten und es waren vielleicht so 12 Leute am Tisch und es gab 14 verschiedene Visionen von Europa. Und wenn Europa wirklich auf einem stabilen Fundament stehen will, dann brauchen wir eine gemeinsame Vision von Europa. Aber die kann man eben nicht im Alttempo mit irgendwelchen Räten jetzt oder durch das EU-Parlament kloppen, sondern das muss von unten getragen werden. Und wie viele Volksabstimmungen hat es denn gegeben über die schnelle Integration zur Rettung des Euros? Keine einzige hat es gegeben. Und was ich befürchte, ist eben für die Zukunft Europa und als überzeugter Europäer, dass wenn wir die Menschen nicht mitnehmen, dass Europa am Ende mehr schadet, als es nützt. Für mich ist nämlich Europa mehr als nur Geld. Für mich ist Europa mehr als nur der Euro. Für mich sind Europa vor allen Dingen Werte und dass man sich miteinander verständigt. Und all das geht in der gesamten Rettungsproblematik unter. Und was eben auch untergeht, ist die Frage, wohin mit den Schulden? Wohin mit den 700 Milliarden, die bei der Bundesbank als Forderung stehen? Zwei Bundeshaushalte stehen da offen. Und wir wissen nicht, wo das Geld herkommt. Und wir Grünen müssen doch als Partei der Nachhaltigkeit diejenigen sein, die einen Plan B haben für Europa, auch für den Fall, dass es den Euro in der Zukunft vielleicht nicht so gibt wie heute. Wir hoffen alle, dass es so klappt. Aber ich möchte gemeinsam mit euch einen Plan B haben, damit eben Europa eben nicht den Nationalisten überlassen wird, sondern denjenigen, die wirklich an Europa glauben. Und damit brauchen wir einen Plan B. Vielen Dank. Dankeschön, Patrick. Ich